Okay, so eine Stunde, knapp eine halbe Stunde noch vor Feierabend haben wir jetzt hier noch einen CR3D in Christian Reihe. Einige werden ihn noch kennen von der Roomtour, von der, wie hat man es genannt? Factory Tour und vom Interview, wie es überhaupt zum CR3D gekommen ist. Heute hier nochmal auf der Formnext, du hast das ein oder andere Gerät hier stehen, wie viel sind es jetzt? Insgesamt stehen von uns 4 Geräte in dieser Halle und ein Spezial-Sondermaschine. Die steht in einer anderen Halle, da geht es um einen Militärdrucker. Also insgesamt 5 Maschinen. 5 Maschinen, okay. Magst du uns zu dem hier ein bisschen was sagen? Man sieht, der Gerne. Ist relativ groß. Genau. Das ist jetzt aktuell auch unsere größte Anlage. Das ist der I65X mit einem Bauraum von 600 x 500 x 1 Meter. In dem Fall auch mit der Ausbaustufe, dass er ein IDEX-Achssystem hat, also mit 2 Druckköpfen. Ist auch schon ein Prototyp für die neue Maschinengeneration mit Closed-Loop-Achssystemen, einfach um höhere Geschwindigkeiten sicher, prozesssicher, sage ich mal, realisieren zu können. Neben der Bauraumgröße haben wir hier einfach auch die größten Druckköpfe verbaut, die wir aktuell so im Portfolio haben. Wir haben hier verschiedene Druckköpfe, in dem Fall jetzt auch zum Beispiel aktuell mal den kleinsten, das ist der Orbiter V3 von LDO. Gerade 3 Tage vor der Messe bekommen. Ja, die werden gerade so. Das ist wirklich auch ein interessantes Teil, ja. Wenn es mal in Richtung kompakte Drucker geht, wo wir fein dosieren wollen. Und da wollen wir natürlich viel Material aufbauen innerhalb von kurzer Zeit, also in unseren UHF-Tools mit dem Goliath Hotend kann man halt mal wirklich auch 1,8 mm CHT-Düsen bei 5, 6, 7 Zehntel Schichthöhe problemlos verarbeiten. Trotz 1,75er Material? Ja. Okay. Der Extruder schiebt das Material natürlich dann schneller durch, ja. Also das dreht sich schneller rein. Funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Das Schöne an unseren Drucker ist ja grundsätzlich, das haben wir damals schon in einem anderen Video gehabt, dieses Wechselsystem. Man hat hier quasi mal ein Beispiel. Das ist quasi der Drucker und das ist der Druckkopf. Ja. Der kann quasi hier mit einer einzigen Schraube komplett gelöst werden und dann eben auch verschiedene andere Druckköpfe eingebaut werden. In dem Fall jetzt unsere UHF-Variante. Mhm. Das ist die Standard-Flow-Variante. Einfach andocken, festschrauben. Einsatzbereit. 2 Kabel ran. Ah, das habe ich beim letzten Mal noch gar nicht gesehen. Das ist neu. Das ist jetzt genau 4 Wochen alt. Ah, super. Okay. Das ist alles jetzt auch noch ein bisschen besser verbaut. Und so kann man ganz einfach andere Köpfe in die Drucker einsetzen. Ja. Ermöglicht natürlich auch, jeder kennt es, es gibt mal vielleicht irgendwo mal eine Verstopfung oder ein Problem. Da ist keiner gefeit davon, auch wenn es sehr stabil läuft, aber es kann ja mal vorkommen. Dann muss ich nicht im Gerät drinnen irgendwas reparieren, irgendwas zerlegen, sondern nehme den Schlüssel, baue das Tool aus, innerhalb von wenigen Sekunden habe ich den Druckkopf in der Hand und kann das dann durch ein anderes ersetzen, ein Ersatztool. In dem Fall haben wir zum Beispiel auch hier im Gerät gleich die Ersatztools drinnen. Also das ist gleich alles vorgesehen so. Ja. Und somit sind wir halt in der Lage, mit unseren Druckern gleich verschiedene Konfigurationen zu fahren, eben mit kleinen Druckköpfen oder eben mit großen Druckköpfen. Außerdem kann man eben hier zum Beispiel die Silikondruckköpfe einbauen. Passt auch wieder auf dieses Nullspannsystem mit den 3 Kugeln. Da sind wir halt dann in der Lage, wirklich echtes Silikon zu verarbeiten. Oder Klebstoffe, keramische Pasten und so weiter. Also da. Das konnte man sich ja live angucken auch hinter auf dir. Genau. Da oben ist zum Beispiel ein Teil. Das ist wirklich echtes Silikon. Also da, wo es halt mit Filament aufhört, TPU kann man alles noch verarbeiten. Da geht es halt wirklich um Silikone, die chemisch beständig sind, die temperaturbeständig sind, die keine Haftung auf oder halt Antihaft. Ja. Eigenschaften haben. Das ist auch genau. Für sowas Anti-Rutschmatten. Also gibt es einige interessante Anwendungen. Haben wir jetzt hier auch auf der Messe erst gesehen, was es da wieder für eine Resonanz gab. Ja. Gibt wirklich einige
interessante Anwendungen dazu. Und das haben wir das letzte Mal auch schon festgestellt, jeder Kopf mit jedem System, was du jetzt so hast, kombinierbar, ob du es klein brauchst, groß brauchst, dick, dünn. Genau, man könnte jetzt sogar in das Gerät einen kleineren Druckkopf einbauen und einen großen Druckkopf, sage ich mal, wenn man sagt, okay, ich will einen Druckkopf, natürlich so ein Heifler, Ultra-Heifler Druckkopf eher geeignet für Massenproduktion oder viel ja. Filamentvernichtung, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern ich kann jetzt aber natürlich schon auch andere Düsen einbauen, 04, 06, 08, geht genauso, aber ich sag mal, on the point kann ich natürlich vielleicht einen anderen Druckkopf noch ein bisschen feiner, kleine Details drucken. Man kann jetzt zum Beispiel den Drucker auch ausstatten mit einem Standardflow und einem UHF-Druckkopf, sind auch so konzipiert, dass die quasi, egal welcher Kopf das ist, alle auf einer Höhe sind. Und wenn ich dann den Kopf gewechselt habe, kann quasi der Drucker automatisch, fährt der auf einen Messtaster und vermisst dann wieder die beiden Düsenspitzen und hat dann quasi automatisch die Höhen von den zwei Tools gespeichert. Wo finde ich das? Wo sehe ich das? Der ist hier hinten. Ah, okay. Oh, sorry. Jawohl, 500 Euro runtergekommen. Oh, oh, oh. Ah, okay, ich sehe es. Genau. Ja, geil. Ja, immer wieder faszinierend, deine Geräte so zu sehen. Wie war das Feedback so auf der Messe von den Messebesuchern? Ja, ich war ehrlich gesagt positiv überrascht, wie viel positive Resonanz das wir auch bekommen haben. Wie viel wir auch gerade für die große Maschine hier da doch bestaunt wurden. Ja. Also ich behaupte mal, unser durchaus positiv oder stabiler Maschinenbau kommt doch einmal bei den Kunden oder bei den Besuchern auch an. Die sehen das dann doch relativ gut. Also ich muss sagen, bin durchaus positiv überrascht von der Messe und ja, habe auch gutes, positives Feedback bekommen. Dann wünsche ich dir weiterhin noch viel Erfolg. Ich denke, wir werden uns immer wieder mal irgendwie sehen. Also, danke für den Besuch. Schönes Messeende. Dankeschön. Ciao.